Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute habe ich einen Gast mitgebracht. Wir sind heute in der Schweiz und nehmen in der Schweiz auch auf. Und wir reden heute über ein sehr wichtiges gesundheitspolitisches Thema, was nicht nur in der Schweiz, sondern wirklich auch Deutschland und weltweit auch einfach sehr innovativ und sehr, sehr wichtig ist. Heute ist Vera Neumayr bei mir zu Gast. Guten Tag. Danke, Ina, dass ich da sein darf. Danke, dass du gekommen bist. Und Vera hat unter anderem eine sehr wichtige Initiative in der Schweiz in die Welt gerufen. Wir haben sie hier euch auch aufgeschaltet als Webseite, damit ihr euch das genau anschaut. Und die Initiative ist ehrenamtlich und wird von sehr vielen Apotheken, von sehr vielen Ärzten unterstützt, von sehr vielen klugen Köpfen. Und Vera erzählt uns heute so ein bisschen was drüber. Was ist FastSwiss? FastSwiss ist ein Verein, der ehrenamtlich stattfindet. Das heißt, wir kriegen kein Geld dafür. Es handelt sich um eine Plattform erstmal, die versucht, die verschiedenen Akteure der Phagentherapie zusammenzubringen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Forscher, die sehr intensiv an Phagen forschen. Dann haben wir die Personen des Gesundheitswesens, die wir versuchen zu informieren. Und dann haben wir natürlich noch die Patienten, die davon betroffen sind. Was sind Phagen eigentlich? Vielleicht genau, das würde unsere Zuschauer sicherlich interessieren. Was sind Phagen? Phagen sind Viren für Bakterien. Aha. Das klingt erstmal viel schlimmer, als es eigentlich ist. Man muss sich vorstellen, dass das Bakterium zum Beispiel bildlich gesprochen einen Schnupfen kriegen würde. Wir haben hier ein kleines Bild, auf dem sieht man das recht gut. Die Phagen sorgen dafür, dass das Bakterium durch diesen Virus infiziert wird. Der Phage ist ein Virus, so einfach nur ein anderer Begriff dafür, der sehr spezifisch auf Bakterien anspricht. Das erinnert mich so an diesen Independence Day, ne? Den ersten Film, wo sie auch versuchen, jetzt diesen Mutterschiff da mit dem Virus zu infizieren, um ihn unschädlich zu machen. Funktioniert das so ähnlich? Ich kenne den Film leider nicht. Schade. Ja, aber es geht doch darum, dass wirklich wir einfach unsere Antibiotika immer weniger werden, unsere Resistenzen werden immer mehr und wir haben einfach nichts, aber wirklich im Moment fast gar nichts in der Entwicklung, in der Pipeline, so nennt sich das nämlich, unser Sammelsurium, wo in den nächsten 5 bis 10 Jahren absehbar ist, welche neuen Antibiotika auf den Markt kommen. In diesem Sammelsurium ist fast nichts. Und das heißt, es könnte sein, wenn wir uns nicht diesen Forschungen widmen, dass wir in 20 Jahren nicht an irgendwelchen Außerirdischen aussterben, sondern eher an dem Versagen unserer Therapien, weil die Antibiotika auf die normalen Infektionen nicht mehr ansprechen. Da hast du vollkommen recht. Das Problem der Resistenzen der Bakterien ist sowohl ein globales als auch ein individuelles Problem. Das heißt, bei jedem Antibiotikum, das man schluckt, sollte man sich auf jeden Fall genau informieren, genau vom Arzt beraten lassen, ob man es braucht. Das Ganze spielt natürlich in größeren Rahmen. Das heißt, das ist ein Ansatz, mit dem wir vielleicht es schaffen könnten, auf diesem Sektor weiterzukommen von vielen. Ich habe gehört, in Russland gibt es bereits Kliniken, die auch mit diesen Ansätzen arbeiten, aber in der EU ist das leider nicht verbreitet. Ihr seid wirklich die Pioniere im Moment, die sich damit beschäftigen, die wirklich auf so einem simplen Wege versuchen zu sorgen, dass wir auf Antibiotika reagieren können. Erzähl doch kurz, wer gehört alles zu eurer Stiftung? Wir haben erst im April diesen Jahres angefangen. Das heißt, wir sind noch relativ klein. Wir haben ein Komitee, das aus unterschiedlichen Apothekern und auch Doktoranden besteht. Und wir haben ein wissenschaftliches Komitee, bestehend aus Professor Kue und Professor Resch. Dr. Resch. Und die unterrichten oder die sind in der Therapie tätig, im Klinikum?
Sowohl als auch. Sie sind an Universitäten angeschlossen. Wir haben das Ganze jetzt versucht, ein bisschen größer aufzuziehen, da es, wie gesagt, eine sehr innovative Therapie ist, die es noch nicht in der EU gibt. Es gibt sie vereinzelt, aber dann noch sehr zurückgezogen, sehr speziell. Deshalb haben wir ein kleines Symposium zusammengestellt, bei dem wir verschiedene Experten aus den einzelnen Bereichen mal zusammen an den Tisch holen. Das sind Leute aus dem Forschungsbereich des Inselspitals in Bern. Das sind Leute aus der Forschung in Lausanne. Wir haben ein kleines Symposium am 28. November zusammengestellt. Es wird stattfinden im Inselspital in Bern. Da haben wir erstmal eine kleine Einführung von Professor Bürger und Dr. Anderle über das allgemeine Thema. Dann haben wir noch weitere Experten aus Recherche von Bakteriophagen, aus der Forschung von Bakteriophagen. Das sind Professor Kue und Professor Resch, Dr. Resch. Dann haben wir erste klinische Erfahrung, von denen wir auch berichten können. Das wird vorgetragen von Professor Ferry. Und zum Schluss haben wir noch eine Expertin von Swissmedic eingeladen. Das ist Frau Dr. Dionova, die uns dann noch die ersten Vorschläge bringt, wie ein gesetzlicher Rahmen für die Phagentherapie aussehen könnte. Es hört sich sehr spannend an und da wird natürlich genau gezeigt und erläutert, ihr Lieben, wie die Therapie sich gestalten wird. Es gibt später sicherlich auf der Webseite auch Beiträge darüber. Ich bin jetzt schon gespannt. Ihr könnt das natürlich auch im Internet aufrufen. Die Webseite ist noch französischsprachig, aber es ist wirklich mit dem heutigen Google-Übersetzer lässt sich alles leicht, sogar die Webseite leicht übersetzen. Die ist später irgendwann noch auf Deutsch geplant, aber ihr wisst, wir sind in der Schweiz und wir haben vier Sprachen, deswegen ist das auch für uns hier kein Problem. Vera, was versprecht ihr euch von dem Symposium? Wollt ihr jetzt die Mediziner darauf aufmerksam machen, dass sich mehr beteiligen, dass mehr eurer Stiftung beitreten? Oder geht es eher um den Endverbraucher, dass er mit dem Thema mehr sensibilisiert wird? Sowohl als auch. Primär haben wir hier die Chance, eine neue Therapie in der Schweiz zu etablieren. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, der multiresistenten Bakterienlage ein bisschen zu entkommen. Das Symposium, das wir jetzt haben, dient erstmal dazu, eine erste Plattform zu schaffen. Es sind natürlich alle eingeladen, die kommen möchten. Wir freuen uns sehr. Der Eintritt ist vom ersten Symposium kostenlos. Wo findet das statt? Das findet statt im Inselspital in Bern. Das Inselspital stellt uns den Raum zur Verfügung. Das heißt, wir sind natürlich über Spenden dankbar. Wir freuen uns über jeden, der unseren Verein mit beitreten möchte. Das ist super. Das ist natürlich, als erstes freut es mich, dass es eine Initiative ist, die wirklich zusammen von Ärzten und Pharmazeuten begangen ist. Ihr wisst, wir arbeiten zwar immer zusammen, aber es gibt immer ab und an, es ist ja keine Konkurrenz, aber man möchte trotzdem immer so die eigenen Bereiche abchecken und sagen, nee, ich bin dafür zuständig und du bist dafür. Und hier haben wir wirklich eine gemeinschaftliche Arbeit. Und dann ist es etwas, was wir wirklich versuchen, hier für den Patienten zu schaffen. Für euch, ihr Lieben, damit, wenn wir in 20 Jahren hier nochmal zusammen hoffentlich sitzen, damit es dann heißt, ja, wir haben etwas gegen multiresistente Bakterien und zwar etwas, wogegen die Bakterien nicht nochmal Resistenzen entwickeln können. Also es ist wirklich eine ganz innovative Therapie, die im Kommen ist. Auch gegen diese Therapie können die Bakterien Resistenzen entwickeln. Ach, seht ihr, schon wieder was dazu gelernt? Ja. Es ist so, dass die Phagen für jeden Patienten einzeln zusammengestellt werden müssen. Wahnsinn. Das heißt, wir brauchen eine große Phagenbibliothek dahinter, die aktuell an den Universitäten angegliedert ist. Die Problematik bei der Phagentherapie ist tatsächlich, dass es nur individuell therapiert werden kann und dass wir deshalb große Probleme in den Regulatorien haben. Der Gesetzgeber kann damit nicht umgehen.
weil wir keine doppelblind randomisierten Studien durchführen können. Deshalb ist es auch sehr spannend, was die Swissmedic dann zu dem Thema zu sagen hat und wie wir mit dem Thema weiter voranschreiten können. Dann sind wir gespannt, was bei dem Symposium rauskommt. Wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Glück, drücken euch die Daumen. Wir hoffen auch durch diesen Beitrag, dass ihr einfach das weiter teilt, das Wissen, dass es jetzt wirklich eine Möglichkeit gibt, den Bakterien ein bisschen Virus zu verpassen und sie so unschädlich zu machen und das auch noch auf den Patienten zugeschnitten. Wirklich eine super Sache. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ne? Ich unterstütze euch, wie ich kann. Das ist ein wichtiges gesundheitspolitisches Thema. Teilt das weiter, gebt Likes und kommentiert. Kommentiert so viel ihr könnt und erzählt auch, viele von Kollegen schauen gerade zu, natürlich auch euren Freundinnen, Verwandten und Bekannten davon, damit wirklich WaschSwiss wirklich viele Anhänger bekommt. Vielen Dank. Ich muss dich leider nochmal korrigieren. Es gibt Ausnahmesituationen bei schwer kranken Patienten, bei denen die Phagentherapie bereits verwendet wird. Das sind aktuell Ausnahmen. Es gibt keine Regulatorien, es gibt keine Gesetze, die es erlauben. Wir versuchen jetzt, das Ganze mal ins Rollen zu bringen und auch den Behörden aufzuzeigen, dass das Bedürfnis da ist, diese Therapie zu verwenden. Aktuell sind wir da auf sehr dünnem Eis, wenn wir sagen, es gibt es schon. Es ist wie immer, wenn man etwas Neues anbringen möchte, dann ist es wie Don Quixote, der gegen die Mühlen ankämpft. Ne? Man muss wirklich das Neue durchkämpfen und es ist auch ein Kostenfaktor. Man muss dafür kämpfen, dass die Patienten das von der Krankenkasse bezahlt kriegen, weil so eine Forschung und Therapie kostet natürlich einiges. In Ausnahmefällen wird es in der Schweiz genehmigt, aber wir müssen schauen, dass das einfach viel verbreiteter wird. Das Wissen davon ist nicht sehr verbreitet, da hast du recht. Die Therapie gar nicht. Es lässt sich nur schwer lizenzieren. Es lässt sich nur sehr schwer patentieren, weshalb die großen Firmen, die forschen, auch nicht daran interessiert sind, daran zu forschen. Das Ganze steht auf universitären Beinen und dient dem Wohl der Bevölkerung. Das ist ein sehr schönes Stichwort. Wohl der Bevölkerung. Ihr Lieben, das ist ein wichtiges Thema. Unterstützt WaschSwiss, unterstützt Vera in ihrem Vorhaben. Ich finde das ganz toll, dass sie in den jungen Jahren da sich schon so für diese gesundheitspolitischen Themen einsetzt. Aber das kennen wir von ihr auch aus Deutschland. Dankeschön. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, alles Liebe. Ade. Auf Wiedersehen.